Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer, dickes Dankeschön erstmal an alle aktiven Unterstützer unter euch, die mich hier immer noch unterstützen, die immer noch am Start sind. Wir sind, glaube ich, bei Part Mitte 30 oder so. Ja, wir machen gleich weiter. Anscheinend werden wir jetzt endlich mal Isaac kennenlernen. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal die Videobeschreibung kennenlernen und mir auf Instagram und Twitter folgen. Gerne auch auf Twitch, da streame ich das ein oder andere Mal. Check mal ein paar Instant Gaming ab für das Gewinnspiel. Und ansonsten, geht, Leute. Let's go. Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Ist das Isaac? Nee, es ist nicht Isaac. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Sagen. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Okay, ich dachte beim letzten Mal, es geht direkt zu Isaac. Das sind einfach nur irgendwelche Pissnasen. Na gut. Konnte man ja nicht ahnen, wa? Konnte man nicht wissen. Was haben wir denn hier? Isaac, es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich etwas aus Nummer 74 rausgekriegt. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf einer Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollen so bald wie möglich Speer ausschicken, um die Informationen zu überprüfen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm. Sergeant Foster. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Nach diesem Morgen wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Das sieht ja aus wie bei Saw. Alter. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Maddie sind hier. Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm?
Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein, Abby, nicht! Ich bin morgen früh zurück, solange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand, oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ja,
Ich habe da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Oh, wir müssen zurück. Keine Sorge. Was musst du das sehen? Owen! Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Die Luft holen. Das müsste doch eigentlich vollkommen dreckig sein, das Wasser, oder? Romantic Date. Das Aquarium, oder? Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Oh mein Gott. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Man meint wahrscheinlich Dalmatiner oder so. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Okay. Hallo. Wie er um die Ecke gestalkt hat, Alter. Hilf mir mal damit. Yep. Ja, dieser Isaac ist schon dieser Pisser, oder? Wie lange ist er los? Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Au, au, au! Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Was machst du da? Wird das jetzt eine Tiershow? Ja. Sehe ich wie eine gepunktete Robbe aus? Sie hatte Punkte. Oh, deswegen hast du sie hergelockt, du Schlawiner, du. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Seht ihr die Zeichnung an? Was haben wir denn da Schönes? Was aus ihnen geworden ist. Alter, die Münder. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Tja, Owen. Das begeistert dich, oder? Die Zeichnung? Das kannst du nicht. Okay, genug von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Bin
richtiges Date hier, wa? Ja, ich finde schon, das Aquarium ist schon ein geiler Spot. So. Zum Erkunden, so, das mal zu sehen, wie das aussieht, wenn es verlassen ist. Gibt's aber schon, man, das Typische für so Zombie oder Apokalypsen ist ja immer so das Einkaufszentrum, ne? Das wird ja ziemlich oft genutzt als Spot, sag ich mal. Meinst du, du kommst da durch? Na klar. Hilf mir da hoch. Ja. Yep. Hier. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. 180 also, Pfund. Wir sehen uns schnell mal um und dann... Kehren wir zurück. Mhm. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anflehst zu bleiben. Boah, Alter. Wow, sieht man nicht jeden Tag. Was ist das nur für ein Ort? Da ist ein Aquarium am Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Ach ja. Ich beanspruche diesen Ort. Ich weiß gar nicht, was ich da großartig zu sagen soll gerade. Das ist einfach nur irgendwie genießen gerade. Also ein bisschen. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist eine Arsch. Kein guter Start. Max Place. Schade. Versperrt. Ja, Owen, willst du da wirklich abchillen die ganze Zeit, oder wie? Wo müssen wir denn jetzt hin? Owen, erzähl doch mal. Erzähl doch mal was, Owen. Hallo. Kein Bock. Kids, wenn ihr das findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Ihr Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass auf Max auf. Das schuldest du ihm. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Die haben hier gehaust und gelebt. Das kleine Zebel. Ich keine Ahnung, was wir machen müssen. Will ich hier nochmal? Können wir hier aus Gag uns fotografieren lassen? Nee. So, hier geht's auch noch hoch. Okay. Komm mit, Owen. Wo bist du? Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch.
Ja, das ist mega geil gemacht hier. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die starke Charaktere wie dich unterstützen kann. Und Max erst recht. Er ist noch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du mit ihm fortgehen. Bevor er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. Sie führe dich. Wer ist die Alte? Wer ist das? Das muss auf jeden Fall auch noch aufgeklärt werden, wa? Wen die da eigentlich anbeten. Oh Gott. Das ist der Vater bestimmt, ne? Shit. Nee, okay. Aber doch, wahrscheinlich der Vater nur der Brief von den Kids. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett. Er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv. Aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft! Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Wenn man so viel Zeit hat, ist es möglich, Owen. Das weite Meer. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. Sieh dir die an. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht... Scheiße, hoffentlich nicht. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Wow. Ja.
Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Ja. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Okay, dann haben wir ja die Erklärung. Sie hat ihn einfach abblitzen lassen. Gut. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich dann mit ihr seine Leiche entdecken. Und die auch von Mel. Ja, die müsste ja auch da gewesen sein, oder? Das müsste ja vielleicht da sein. Oder wir sehen ihn noch leben. Mal gucken. Beim nächsten Mal geht's auf jeden Fall weiter. Ist ja logisch. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne eine Bewertung da. Haut rein und tschüss.